Und damit herzlich willkommen zurück zu Das Testament des Sherlock Holmes. Ja, wir sind hier mit diesem Paket, mit den Keksen unterwegs im Haus des Richters und hier im Klassenzimmer, in dem die Frau des Richters Kinder unterrichtet. Mittellose Kinder. Was ja an sich eine sehr tolle Sache ist, aber wir gucken uns hier natürlich trotzdem alles an, weil wir wissen ja, alles ist ein Das ist ein Hinweis. Foto, auf dem der Richter und seine Frau abgebildet sind. Okay, das auch. Dieses Foto entstand bei der Ja. Hochzeit von Richter Beckett. Sieht mir so aus, ja. Kurz gucken, das Mikro ist ein bisschen weit weg. So. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas? Den Stock können wir nicht mitnehmen. Das Namensschild können wir nicht mitnehmen. Sechster Sinn sagt auch, hier gibt es nichts mehr. Okay. Das war ein Rätsel, das hatte ich mir schon angeschaut. Ah, komme ich nicht durch, weil da steht ein Stuhl im Weg. Natürlich. Machen wir hier weiter. Ein Brief von Lord Benegard. Meine liebe Tochter, deine Vermählung mit Lord Beckett macht mich zu einem glücklichen Vater. Welchen besseren Gemahl könnte ich mir für meine einzige Tochter wünschen? Lord Beckett ist ein aufrichtiger Mann, der an die Gerechtigkeit glaubt. Er ist ehrenwert und unbestechlich, was heutzutage eine Seltenheit ist. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich anfangs gegen deine Reise nach Indien war, bereue ich meine etwas übertriebene väterliche Fürsorge und bewundere nun deine Beharrlichkeit und deinen starken Willen. Schließlich haben dich deine Engelsgüte und dein Mitgefühl für die mittellosen Kinder dazu bewogen, die Wohltätigkeitsarbeit in diesen heruntergekommenen Waisenhäusern Bombays aufzunehmen. Und eben dieser selbstlose Dienst hat dazu geführt, dass du den Mann kennengelernt hast, den das Schicksal als deinen Gatten auserkoren hatte. Wenn du auf deinen dickköpfigen alten Vater gehört hättest, hättest du England nicht verlassen und wärst Lord Beckett niemals begegnet. Jetzt, da du wieder zurück in England bist und er das Klassenzimmer in seinem Herrenhaus für dich eingerichtet hat, hege ich die Hoffnung, dich wieder öfter zu sehen. Während du diesen Brief liest, sollst du auch ein kleines Geschenk in den Händen halten, das ich dir zu Ehren deiner Rückkehr gemacht habe. Ich weiß um deine Reiselust und dieser mechanischen Kartenkasten, gefertigt vom besten Möbelschreiner Londons, dürfte dir gefallen. Es handelt sich dabei um eine Art Tresor. Ich habe um eine personalisierte Kombination gebeten und du wirst sie dir gut merken können. Dein dich liebender Vater. Diese Frau ist bewundernswert. Da sie keine eigenen Kinder haben konnte, hat sie beschlossen, für hunderte andere zu sorgen. Ja, das ist definitiv nobel. Und ich glaube, den Brief, den wir gerade gelesen haben, das ist der Hinweis auf das Rätsel, das wir ganz am Anfang angeguckt haben. Aber ich gucke erst noch weiter, weil. Ja. Die Tafel klemmt. So lässt sie sich nicht Kann ich umdrehen. vielleicht spickeln, was dahinter ist? Ich könnte tatsächlich schon was sehen. Okay, aber ich fürchte, ich muss sie wahrscheinlich umdrehen, sonst Auf der funktioniert. Tafel sieht man, welches Fach die Kinder als letztes hatten. Altgriechisch. Sonst funktioniert wahrscheinlich das Rätsel, das damit in Verbindung steht, nicht. Die Tafel klemmt. Okay, hier klemmt die Tafel also auch. Warum man Waisenkindern aber Altgriechisch beibringt, verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, da wären Sachen wie Lesen, Schreiben, Rechnen, wäre doch geschickter, oder? Okay, Anleitung. Erstellen Sie mit römischen Zahlen eine logische Folge und benutzen Sie dabei alle Teile. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein und jedes Ergebnis muss größer als das vorherige sein. Die Zahl x darf nur einmal vorkommen, also die Zahl 10. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein und jedes Ergebnis muss größer als das vorherige sein. Okay, das bedeutet, dann mache ich hier einfach mal. Oh, okay. Mache ich hier mal eine 1, weil das muss das kleinste Ergebnis sein. Dann mache ich hier einfach mal eine 2. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, aber. Ne? Dann haben wir hier 4, hier haben wir 5. Dann haben wir hier. Hier ist ein Minus und es muss trotzdem größer als das sein. Hätte ich gesagt. Probieren wir es hier mit der 10. Und dann erstmal minus 1. Und dann habe ich jetzt hier noch 3 Teile. Okay. Das hier ist dann 9.
So wäre es 8. Ich könnte auch das hier so machen. Also, dann hätten wir hier 5. Hier hätten wir 6. Wenn ich jetzt hier irgendwie auf 7 und hier auf 8 komme. Nicht hier. 5. Das wäre 8. Dann haben wir noch einen Teil übrig. 10 minus 3 ist 7. Klar, dass es nicht ganz so einfach war. Okay. Also ich muss wahrscheinlich hier noch irgendwas vorstellen. Keine Zahl darf. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein. Kein Ergebnis. Das heißt, ich könnte hier theoretisch 11 minus 4 machen. So ist es 10 minus 4 und so ist es 11 minus 4. Das heißt, dann ist das 7. 8. So müsste es doch passen, oder? Oder nicht? Hä? Also, hier haben wir 2 plus 3 ist 5. Ach, hier ist auch nochmal 2 plus 3. Upsale. Okay, 4, 6, 11 minus 4 ist 7. Ja. Und dann haben wir 6 plus 3 ist 9. Warum ist das falsch? Erstellen Sie mit römischen Zahlen eine logische Folge und benutzen Sie dabei alle Teile. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein und jedes Ergebnis muss größer als das vorherige sein. Die Zahl 10 darf nur einmal vorkommen. Hä? Warum ist das falsch? Ich bin verwirrt. Okay, 1 plus 3 ist 4. Passt. 3 plus 3 ist 6. Passt, ist größer als 4, ist keine 10. Das ist 10 plus 1 quasi hier, ist 11. Minus 5 minus 1, also minus 4, ist 7. Ist größer als das. Passt. Und hier haben wir 6 plus 3 ist 9. Ich habe alle Teile ver... Hä? Sag mal, bin ich blöd? Da fehlt mir hier noch irgendwas. Ich gehe mal raus, guck mich mal weiter um, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass das eine richtige Lösung ist. Ich meine, da gibt es ja mehrere, aber... Der Türgriff wurde entfernt. Aha. Der Tür... Okay. Kann ich damit die Tür aufmachen? Tür. Nö, kann ich nicht. Kann ich mit dem Messer der die Tür aufmachen? Nein, kann ich auch nicht. Okay. Das hier hätte mich jetzt interessiert, dieses Brett, aber das kann ich mir nicht angucken. Hier James. Diese Jacke gehört dem jungen James. Süßigkeitenpapier, das einem Schüler aus der Jackentasche gefallen ist. Okay. Kann ich das mitnehmen? Ah, ich dachte, ich kann hier noch irgendwas machen, aber offenbar nicht. Er ist nutzlos. Was? Wer ist nutzlos? Der Stundenplan? Ist nutzlos. Der Sitzplan? Er ist nutzlos. Was? Sollte es im Englischen vielleicht it's useless gewesen sein und es wurde einfach falsch übersetzt im Sinne von it's useless mit das bringt nichts und sie haben daraus erst nutzlos gemacht? Kann das sein? Ein Buch über Studentenvereinigungen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Okay, dann habe ich mir jetzt hier alles angeguckt. Es bleibt noch das Rätsel und das da hinten. Okay, dann gucke ich mir jetzt mal kurz die Fotos an. Kann ich mir die genauer angucken? Nee.
Schulbuch? Okay, keine Ahnung. Ich gucke mir das Rätsel nochmal an. Vielleicht komme ich jetzt drauf. Ah, ich habe jetzt hier Reiter für Fotografie. Aber hier in der Mitte fehlt doch noch was, oder? Cool. The most romantic evening of my life. In the heat of Bombay. Haben wir hier wieder Dinge, die ich so nicht erkennen kann? Das ist ein Foto, auf dem der Richter und seine Frau abgebildet sind. Die Uhr steht auf 18 Uhr. Interessant. 18 Uhr in Bombay. Na, hier ist was. Wählen? Nee, kann ich nicht? Okay. Okay, 18 Uhr Bombay. Und was haben wir hier? Hier ist wieder eine Uhr drin. Der Big Ben. Richter Beckett hat in London geheiratet. Und zwar am Morgen, da es erst 10 Uhr ist. Naja, oder spät in der Nacht. Dieses Foto entstand bei der Hochzeit von Richter Beckett. Okay. Ich muss es wahrscheinlich der Reihe nach sortieren. Zwischen den Städten und den Zahlen oben auf dem Kästchen besteht irgendein Zusammenhang. Sind das Zeitzonen oder Stunden? Ne, es sind Stunden. Okay. Dann brauche ich aber vermutlich noch eine dritte. Tja. Das ist ja jetzt irgendwie, kann ich das hier damit? Nee. Klemmt immer noch. Und ich würde gerne das Schulbuch ein bisschen genauer lesen, aber das kann ich offenbar nicht. Spannend. Oder kann ich das hier ranlegen? Nee, kann ich nicht. Gut, dann gucke ich jetzt mal, ob ich irgendwie weiterkomme, weil ich möchte jetzt auch nicht direkt eine Komplettlösung aufmachen für das Rätsel da drüben. Falls möglich, würde ich das zwischen den Folgen machen und mir erstmal alles andere angucken. Weil eventuell muss ich ja... Machen Sie sich Notizen, Watson. Eventuell muss ich wir ja jetzt noch gar nicht an das nicht weiter. Woher sollen wir wissen, was das bedeutet? Was hast du dir denn da jetzt notiert? Lord Beckets Dokument. Ich kann es nicht lesen. Ich würde es mir gerne angucken. Das ist zweifellos das Büro des Richters. Die Tür ist zweifach verriegelt. Wir sollten die Tür nicht gewaltsam öffnen und auch keine Fenster einschlagen. Richter Beckett könnte jeden Augenblick zurückkommen. Ja, ja. Da haben Sie nicht ganz Unrecht. Irgendwo hat er oder eine Person, der er vertraut, bestimmt einen Zweitschlüssel. So wie seine Ehefrau zum Beispiel. Okay, komme ich hier durch? Nee, hier ist gar kein Hotspot. Und hier ein Dokument. Der kleine Scherzkeks, der sich den Griff für den Süßigkeitenschrank ausgeliehen hat, möge diesen bitte unverzüglich zurückgeben. Wenn sich der Griff vor Wochenende wieder an seinem Platz befindet, werde ich von einer Bestrafung absehen. Andernfalls sehe ich mich leider gezwungen, die gesamte Klasse zur Verantwortung zu ziehen. Lady Beckett. Sieht ganz so aus, als würde es in jeder Schule freche Schüler geben. Man würde doch meinen, das sind Waisenkinder, die ja im Grunde freiwillig in der Schule sind. Ich nehme an, eine Schulpflicht kippt's für die Kleinen hier nicht. Das heißt, da müsste man davon ausgehen, dass die dankbar sind, hier in der Schule sein zu dürfen. Und wahrscheinlich haben die auch vorher nicht so oft Süßigkeiten bekommen. Dann würde man doch meinen, sie sind dankbar. Es gibt keinen Grund, die oberen Stockwerke aufzusuchen. Aus den Zeitungen wissen wir, dass dieser Teil des Gebäudes leer steht. Von oben wird niemand kommen und uns überraschen. Wie passend. Okay. Das heißt, ich muss hier jetzt wirklich das Rätsel im Klassenzimmer lösen. Eines der Kinder hier, den... Ersten. Ich habe immer noch keine Ahnung, was auf diesem Dokument steht. Habe ich hier keine Deduktionen offen. Ha, ha, ha. Habe ich noch irgendwo ein drittes Dokument? Nur die Tür da hinten. Tja, ich fürchte fast. Erstellen Sie mit römischen Zahlen eine logische Folge und benutzen Sie dabei alle Teile. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein und jedes Ergebnis muss größer als das vorherige sein. Die Zahl 10 darf nur einmal vorkommen. Vielleicht meinen die mit logische Folge entweder 2, 4, also 2 geht nicht, aber 4, 6, 8 und 10. Also irgendwas, was halt eine logische Folge bildet. Das könnte ich mal noch probieren. Da haben wir hier 4, das passt. Hier haben wir 6.
Und dann 8 und 10. Wie kriege ich hier mit dem plus 3 eine 10 hin? Eine 7. Kann ich hier eine 7 bilden? Kann ich gar nicht. Okay, dann geht das hier. Wieso kann ich hier. Bitte was? Hallo? Ich habe nichts getan. What the fuck? Wieso kann ich hier keine 7 bilden? Das wäre dann. Dann wäre halt easy. Sag mal. Okay, also 4. Sonst könnte ich 4, 5, 6 und 7. Dann müssten hier 4 rein. Hier kommt das eine weg. Hier müssten dann 4 rein. Und hier müsste ich irgendwie auf 6 kommen. Das heißt, wenn ich hier wieder die 10 mache. So. Dann hier auf 6 und hier auf 7. Kriege ich hier eine 4. Da habe ich dann 1 übrig. Da habe ich dann, nee, sogar 2 übrig. Also kann es die Folge auch nicht sein. Wenn ich hier gar keins rein tue. Dann habe ich 3, 6, 9 und dann müsste ich hier die 12 hinkriegen. Das heißt, ich muss hier irgendwie so. Also das ist jetzt aber wirklich eine logische Folge. Ich habe hier 3, 6, dann habe ich hier 12 minus 3, gibt 9. Und hier habe ich 9 plus 3, gibt 12. Ach, aber ich habe die Zahl 10 doppelt. Ah, okay. Tja. Da führt dann leider kein Weg dran vorbei, dass ich nicht. Ich werde mal gucken, was das Internet sagt, ob irgendwie die Anleitung nicht richtig übersetzt ist und ich irgendeinen Fakt übersehe, ob da irgendwas eventuell ja, sichtbar ist im Original. So, dann gucken wir doch mal. Ach ja, immer diese Werbung, es nervt so sehr. Gut. Noch eine Werbung, natürlich, warum auch nicht? Hier. Es gilt, 4 Mathematikaufgaben zu vervollständigen. Sämtliche verfügbaren Stäbe müssen verbaut werden, dürfen nur einmal eine 10 bilden und kein Ergebnis darf größer als 10 sein. Okay, ja gut, das hatte ich jetzt gerade eben auch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Lösung, die wollen. Ich baue die jetzt mal nach, bis auf den letzten Strich, weil ich verstehe es nicht ganz. Es ist eine 6. Dann haben wir. Dann nehme ich dich mit hierfür. Dann haben wir hier eine 4, also 6, 7. Hallo, danke. 8. Und hier wollen sie dann die 9 haben. Dann hat das erste Ergebnis nicht funktioniert, weil es keine logische Folge war. Wahrscheinlich. Ja, Ausgezeichnet. okay. Dann hat das erste Ergebnis nicht funktioniert, weil es keine logische Folge war. Ich meine, im Grunde kannst du jede. Wenn du nur 4 Zahlen hast, dann kannst du.
kannst du aus jeden vier Zahlen eine logische Folge machen. Du kannst einfach sagen, du hast die Zahlen 1, 2, 7 und 88. Oder kannst du eine logische Folge draus machen, indem du einfach sagst, ja, und dann immer nach vier Zahlen wird es verdoppelt. Dann hast du 2, 4, 14 und keine Ahnung, was 88 mal 2 ist, 166? Nee. Nee, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Krieg jetzt im Kopf nicht. Noch 166 könnte sogar passen. Aber versteht ihr, worauf ich hinaus will? Logische Folge ist so ein Wischiwaschi-Begriff irgendwie. Ich verstehe es, aber ja, nee. Eine Rudergabel. Cool. Ich wollte aber keine Rudergabel. Ich wollte den Griff für den Süßigkeiten-Schrank. Kann ich hier mit den Rudergabeln irgendwas an der Tafel machen? Nee, ne? Hab ich ja schon die probiert. Die Tafel klemmt. So lässt sie sich nicht umdrehen. Hab ich ja schon probiert gehabt. Und vor allem, warum war in ihrem Kästchen hier das Ganze eingeschlossen? Hier habe ich hier irgendwas an den Tischen. Weil es wahrscheinlich hier den Süßigkeiten-Dieb zu überführen gilt. Ob hier irgendwo Süßigkeitenpapierchen oder sowas liegen? Nee, nur hier eben unter den Jacken. Ich müsste rausfinden. Wahrscheinlich ist es James, weil an der Jacke stand James und da liegen die Süßigkeitenpapierchen drunter. Aber ich kann ja den Plan hier nicht nutzen, weil Sherlock alles sinnlos findet. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir hier an der Stelle für heute Schluss und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.